Enrique, macht die CIA immer noch so viel Spaß wie früher? Du willst doch nur Informationen von mir, oder? Du hast mir aber auch gefehlt. Wir hatten eine gute Zeit in Afghanistan. Die Arbeit undercover kann sich richtig lohnen. Aber diesmal müssen wir uns keine Sorgen um die großen Kanonen machen. Naja, das ist nur teilweise wahr. Das Spiel des Jungen ist eine detaillierte Simulation. Es entwirft diverse Angriffsszenarien. Mehr kann ich nicht sagen, Tascha. Entspann dich, Enrique. Trink was. Was sind das für Angriffsszenarien? Das ist geheim. Die hier auch. Das Spiel heißt APOC. Apokalyptischer präzisionsorganisierender Computer. Der Anwender kann eine ganze Stadt mit nur einer Handvoll Leuten einnehmen. Er greift ein paar verwundbare Punkte an. Kraftwerke, Wasserwerke. Und was ist das Ziel der CIA? Ich habe dir schon mehr gesagt, als ich darf. Was wolltest du sagen? Es ist für eine Defensivübung entwickelt worden. Wir wollen wissen, welche Maßnahmen wir gegen Terroristen treffen können. Warum spielt das Spiel in Los Angeles? Wenn du LA ausschaltest, schaltest du die ganze Pazifikküste aus. Die Aktienmärkte rund um die Welt brechen zusammen. Totales weltweites Chaos. Natriumpentatol. Oh. War es so gut für dich wie für mich?